Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter. Wir sind in Folge 296 von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir hier in der Bäckerei reingeschaut und da ging es darum, dass hier keine Eier sind. Das heißt, wir müssen im Geflügelhof schauen, dass es da weiter vorangeht. Ich meine, wir hätten das auch schon gemacht, aber das gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Gut, dann schauen wir einmal hier in den Hof. Da ist das mit den Eiern auch so wenig. Und ich glaube, hatte ich das schon erwähnt, dass wir da Stromlader machen wollten? Das würde ich sagen, gucken wir uns mal auf der Übersichtskarte an. Wir haben hier das Kohlekraftwerk und da den Strom. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwie so rüber. Das heißt, wir müssen hier mal gucken, dass wir dort eine Strombrücke hinkriegen. Aber ich weiß gar nicht, ob es eine Brücke in der Länge gibt. Das müsste man mal gucken. Wie lang kann denn der Strom sein? Steht das hier bei? Strom? 10 Kilometer. Wie viel sind 10 Kilometer? Gute Frage, ne? Und wo ist 10 Kilometer zu Ende? Ich sehe gerade nicht die benötigte Spannweite. Wenn ich jetzt hier gehe... Geht nicht, wenn ich da gehe, geht auch nicht. Warte mal, wenn ich da... Das bedeutet... Ah, 10 Felder, wahrscheinlich 10 Kilometer, oder? Gut, okay, das bedeutet, wir müssen das anders lösen. Was ist das hier? Starkstromkabel. Ich glaube, das geht unterirdisch. Dafür müssen wir in der Erde buddeln. Dann lass uns das mal hier... irgendwo machen. Dafür müssen wir hier erstmal abräumen. Das hier machen wir mal so. Und da ist Wasser. Super. Dann geht das da nicht. Dann müssen wir das mal hier basteln. Was wir jetzt geschafft? Ah, okay. Da. Das geht nicht. Das bedeutet, ich muss jetzt hier, das sehe ich jetzt blöderweise nicht, aber ich kann ja die Karte auch drehen, dann sehe ich es ja doch, ne? Ich hoffe, da ist jetzt kein Wasser. Nein, ist es nicht. Das bedeutet, ich muss hier jetzt so eine Schräge machen. Und die muss so sein. So, und dann kann ich jetzt da in diese Richtung gehen. Wir müssen jetzt hier so rüber und dann kommen wir hier raus. Und ich hoffe, das müssen wir hier wegarbeiten. Ich glaube, das war jetzt verkehrt. Da muss jetzt eine Schräge hin, die so ist, glaube ich. Können wir die Karte wieder drehen. Wo ist jetzt drehen? Da. Ich krieg das da aber jetzt nicht hin. Na, das heißt, ich muss jetzt hier nochmal was abbauen, damit ich das sehe, ne? Und dann muss ich die Schräge so haben. Ne, warte mal, die muss so sein. Jetzt geht's. Ja. So, und dann wollen wir hoffen, dass wir es richtig gemacht haben. Dann müsste jetzt nämlich hier... Ja, passt. Jetzt kommt der Strom von da hinten hier rüber. So, jetzt müssen wir hier noch einmal was abbauen. Und da muss jetzt eine Schräge hin, die so ist. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach das hier nehmen und den da wegbauen. Feldes Besitzung kann daher nicht verändert werden. Na super. Das geht auch nicht. Besetzt, jetzt bedeutet das was? Ich muss das Land senken, indem ich jetzt das mache und das mache. Sehr gut. Und dann nehme ich den Strommasten und ziehe den von da nach da und dann nach da.
Jetzt muss ich die Karte mal nochmal drehen, damit ich wieder so bin, wie ich immer bin. Wenn ich es denn wüsste, dass es so ist. Nee, so ist es nicht. Noch einen weiter, glaube ich, ne, oder? Ist das jetzt meine Ansicht, die ich immer habe? Ja. Genau, da kommen wir raus. So, wo geht es jetzt hier zum Strom, zum Kohlekraftwerk? Ich glaube, hier oben muss es sein, oder? Nee, das ist nicht ganz da oben. Das ist hier vorne irgendwo schon. Ah, da ist es. Jetzt müssen wir nur den Strommasten von da nach da bauen. Und von da nach da bauen. Also so sieht es dann top aus, oder? Ah, schon fertig. So, da müssen wir ein Umspannwerk hier hinbauen. Ist angeschlossen. Jetzt haben wir hier das Seekabel drunter hergelegt. Und jetzt müssen wir hier noch weiter bauen. Und schauen, dass wir das hinkriegen. Das da sieht natürlich gar nicht schön aus, ne? Kann ich das hier so zubauen wieder? Das sieht schöner aus, ne? Ja, machen wir. Okay. Und hier müssen wir jetzt, glaube ich, einen tiefer krabbeln noch, erbauen. Und da muss dann diese Schräge auch hin. Und da muss tatsächlich... Da ist was überfüllt, okay. Da mal weg. Und auch wieder der dahin. Dann gehen wir dann mit dem Strommasten von da unten hoch nach da oben. Gut, und dann müssen wir schauen, dass wir hier runterkommen, oder? Ja. So sieht es so erstmal gut aus, oder? Jetzt von da, machen wir da und jetzt müssen wir hier irgendwie mit einer Strombrücke dann arbeiten. Noch mal ein weniger. Die Strombrücke müsste jetzt hier auf jeden Fall gehen, oder? Geht die bis dahin? Nee. Geht die dann darüber? Ja. Das funktioniert soweit. Und dann müssen wir von hier nach da rüber. Geht nicht. Geht nur bis da. Strombrücke von hier nach da geht. Und dann geht der Strom von hier. Warte mal, wir bauen erst ein Umspannwerk da unten hin. So sieht man, da ist nichts dran, ne? Wenn wir jetzt nämlich das letzte Stückchen hier noch schließen, sehen wir gleich, dass das rot werden müsste. Wenn das jetzt angeschlossen werden gehen würde, das geht's mir nicht. Na super, das hat ja prima geklappt, oder? Ja, das ist etwas dämlich, weil das mit den Schienen jetzt hier nicht so doll geklappt hat. Das würde bedeuten, wir reißen irgendwas weg. Hier, ne? So. Dann nehmen wir den und ziehen den mal hier so durch, einfach, ne? Brauchen wir keine Brücke, kann man so durcharbeiten. Und wie ihr seht, ist hier wahrscheinlich der blaue Blitz, der blaue Blitz, alles klar, Farbenblinsen wir auch noch. Es ist der rote Blitz und der rote Blitz sagt uns, dass wir hier Strom haben. So, und jetzt sollte diese Zahl hier schneller steigen, tut sie auch. So, jetzt hatten wir noch das Tierfutter, was hier hinkommt. Und das hatten wir uns, glaube ich, auch schon angeguckt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Und das lief ja auch schlecht, weil der Zug hier hinten steht und auch nichts kriegt, oder? Hier ist genug da, aber die Produktion läuft nicht schnell genug, wie wir gerade sehen. Es ist sehr langsam. Jetzt müssen wir gerade noch gucken, dass wir den Zug erwischen. Und der ist erst halb voll. Das heißt, wir müssen auch hier mal gerade gucken, dass wir das steigern. Wo war jetzt unser Erdkabel? Ah, da ist es ja schon, das ist ja gar nicht weit weg. Das ist nicht das Erdkabel, das ist ja das Überlandkabel. Das bedeutet, wir müssen hier ein Umspannwerk bauen.
fahren hier über die Eisenbahner Strombrücke und bauen dann hier dieses noch zusammen. Gehen hier so hin, glaube bis dahin, machen da auch gerade nochmal eine Strombrücke über den Kanal. Passt. Schiffe kommen da hoffentlich nicht dran, ne? Und von da aus gehen wir dann nach da oben an die Hochspannungsleitung. Warum geht das jetzt nicht? Und dann machen wir so und gehen dann darüber. Passt. Und hat Strom, wie wir da unten sehen. So, kann ich hier zu? Gehen wir runter, schauen uns das nochmal an. Und rattert jetzt auch schneller hoch, ne? So, da haben wir hier die Produktivität gesteigert. Unser Zug soll jetzt auch schneller voll werden. Das dann reicht, ist eine andere Frage. Eigentlich müssen wir schauen, dass wir noch einen Tierfutterladen kriegen, der dann ja, bringt uns auch nichts. Doch, wir müssen auch dann zusätzlich noch eine Geflügelfarm haben, die noch mehr Eier dann produziert. So, verbessert hat sich das ja. Und dann müssen wir hier reingucken und sehen hier, dass immer noch keine Eier da sind. Und die kommen auch recht mager hier rein, ne? Ja, dann ist die Frage, wo bleiben die Eier? Ja? Jo. Bäckerei 13 und zum Markt 12. Ja, der schleicht da jetzt hin und dann müssen wir gucken, dass wir die Produktion damit ankurbeln. Das hier auch was? Öffentliches Eigentum, okay. Jetzt kommen hier die Eier an. 13 Stück. Und da schon der nächste, den habe ich nicht erwischt, glaube. Ja, da kommen dann 15 Eier für die Bäckerei. Aber die sind schon weg, die wir da gerade hatten, ne? Wo fährt denn er jetzt hin? Der hat doch Ware da drauf. Achso, Backwaren, okay. Die liefert er weiter, damit die irgendwo anders hinkommen. Auch gut. Ja, wir haben das jetzt hier gesteigert, allerdings ja leider nicht so gesteigert, dass man sagen kann, jo, jetzt rennt es richtig gut. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Ah, das ist ein Bus, den ich da gerade erwischt habe. Ich hätte gerne den LKW. Jetzt habe ich ihn und der bringt auch Eier zur Bäckerei, aber nur 7. Wo kommen denn jetzt die 110 Eier weg? Der kann aber nur 10 Eier laden. Wo kamen denn jetzt die vielen Eier weg? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Hallo? Für mich gerade unerklärlich, dass hier mir mal 100 Eier hingekommen sind. Naja. Okay, der hat jetzt 27 Stück da. Das können jetzt auch 15 Stück für den hier. Ja, das passte. Ist da gerade eben ein Zug reingekommen, der Eier mitgebracht hat, aber das bringt doch kein Zug hier Eier rein, oder? 94 Paletten Eier bringt der weg. 40 Paletten Backwaren. Ja, der bringt noch was weg, aber der holt doch nichts. Hier liegt doch nichts, oder? Ach, 108 Eier zum Markt. Wo kommen die Eier denn weg? Da hat Simotrans wieder einen Weg gefunden, Eier hier hinzubringen, oder wie? Naja, sollen uns jetzt nicht so wirklich stören, ne? Dann nehmen die Eier den Weg, wahrscheinlich auch hier unten, irgendwo lang über die Geschichte hier dann. Warte, wo ist der Markt? Hier. Das geht zur Klosterbrauerei. Ne, das ist es jetzt nicht. Der Weg ist es nicht. Ist hier was drin?
Marktplatz Süd. Uiuiui, 12.000 Eier. Aber Adenauer Marktplatz, die müssten dann da auch mal weggebracht werden, ne? Gut, das sind dann solche LKWs, die hier jetzt auf Ware warten. Leider nichts wegbringen. Gut. Können wir jetzt nichts dran ändern. Hier haben wir auf jeden Fall keine Eier mehr. Der Zug müsste dann irgendwann gleich kommen und dann wieder Eier bringen. Ja, müssen wir gucken. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.